Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Alien Isolation. Schön, dass ihr wieder eingestellt habt. Wir legen auch gleich los. Wir sollen in diese Luke hüpfen, das machen wir auch jetzt einfach mal. Und folgen dem Gang. Was soll schon passieren? Hier ist es ein bisschen dunkel. Wir machen Krach, irgendwas anderes macht Krach. Totaler normaler Alltag. Aha. Hier können wir hochklettern. Oder sind wir hier? Okay, das ist ja noch ein ganzes Stück bis zum Reaktor. Leute, Leute. Wir nutzen hier jetzt schon mal den Ionenschneider. Von dort sind wir gekommen. Möchte ich erwähnen. Mir geht es hier lediglich jetzt darum, dass wir die Tür jetzt schon aufmachen. Kann ja sein, dass wir irgendwo mal zurückkommen müssen. Ja, da sind wir vorhin runtergehüpft. Ich will einfach nur schon die Tür aufmachen. Weiß ja nicht. Da könnten wir speichern. Dann tun wir dies auch. Ich glaube, ich sehe hinter uns einen Aufzug. Das könnte recht interessant sein, weil ich hatte gedacht habe, dass wir... Ah ne, ist doch kein Aufzug, okay. Dass es so weit weg ist. Aber es ist immer noch so weit weg. Da laufen die Hiwis zum Reaktor. Die haben ja jetzt alle den Befehl bekommen, zum Reaktor zu gehen. Hat uns gesehen? Der hat so einen hässlichen Anzug, gell? Ich bin mir sicher, so ein Elektrostoß macht dir wieder nichts aus, oder? Ja, habe ich mir gedacht. Oh. Ah. Meine Hoffnung war ja gewesen, dass ich den... Tschüss.
Meine Hoffnung war ja gewesen, dass der runterfällt. Und durch Luken krabbeln die ja nicht. Aber so bin ich ihn jetzt wenigstens persönlich losgeworden. Aber schon ärgerlich, gell? Dass ich den nix anhaben kann. Da ist der Penner, der Stinkpeter. Der ist gerade da runtergegangen. Dann können wir ja in die Richtung laufen, dann sind wir an dem vorbei. Das könnte echten Schaden anrichten. Bolzenschneider. Nee, Bolzenschießer. Nee, Bolzenschneider. Na, Mensch! 682-6832. War doch sowieso, oder? 6832. 6832. Ich weiß nicht, macht der Bolzenschießer, der macht wahrscheinlich. Keinen Schaden machen. Wir haben zwar die Scheiße mit dem Aufladen, aber das fetzt das Teil. Und wir haben auch ordentlich Munition bekommen. Geil. Jetzt sind wir voll. Aha. Yes. Töte euch alle. Ohne Mist. Jeder, der daherkommt. Butcher. Sagen, wir kommen dem Reaktor näher. Ach, das ist ein Aufzug. Namaste. Waren Sie jemals im Reaktor? Habt ihr Tour? Das fühlt sich wie vor Ewigkeiten an. Sehr gut. Ich weiß euch mal jeden Blatt, der daherkommt. Ohne Mist. Ich knall einen nach dem anderen ab. Die gehen mir so auf den Sack, die Viecher.
Und wenn es richtig hart auf hart kommt, dann gibt's eine Granate. Okay. Was haben wir denn da? Denn? Meine Pumpgun und meine Pistole. Danke, Unbekannter. Ich bin wieder da. Sehr geil. Aber unseren Flammenwerfer haben wir nicht wieder gekriegt, ha? Oder? Nee, dafür haben wir halt den Bolzenschießer bekommen. Aber die Pumpgun ist halt geiler, weil man halt einfach schneller durchladen kann. Oh, das klingt nach einem Kraftwerk. Wham. So ein riesen Zylinder oder sowas. Das hatten wir ja schon mal bei Inside. War das Inside vor kurzem? Da war auch so ein riesiges, mächtiges, was dann so gebumst hat. Kernsteuerungssysteme, das Übliche. Ich werde auf der unteren Ebene nachsehen müssen. Da sollte nur ein Aufzug nach unten sein. Arschloch. Ist das geil, oder? Schau mal, was für eine Riesenhalle das ist, Leute. Ich finde sowas so richtig faszinierend, weil... Ich weiß nicht, sowas begeistert mich. Schau mal, wie riesig das Ding sein muss. Das lädt sich wahrscheinlich auf, gibt einen Stromimpuls ab. Ist gar nicht mal so verkehrt. Vielleicht kann man da durch diesen Stromimpuls irgendwie so viel Strom erzeugen, dass man dann ja, genug zusammenkriegt, um hier alles zu betreiben. Finde ich gar nicht verkehrt. Warte mal, da hinten steht einer. Den versuche ich zu treffen. Da steht auch einer. Ah, das ist wahrscheinlich zu weit weg. Wobei man schon sagen muss, dass man da schon da hinten so kurz so Rauchschwaden sieht, da wo die Nadel einschlägt. Versuchen wir den nochmal zu treffen. Na, das wird nichts. Versuch was wert. Wenn ihr dann unten genug Platz zum Ballern. So, abwärts, Ladies and Gentlemen. Mal kurz gucken. Faszinierend. Oh ja. Scheiße. Komm schon. Volltreffer in den Hals. Ladungspack.
Wärt ihr explodiert, wenn ihr in meiner Nähe gewesen wärt, oder was? Boah. Das ist... Ich finde sowas so phänomenal. Hier. Die kanalisieren wahrscheinlich den Strom, geben einen Blitzschlag ab. Und mit dem Blitzschlag wird Strom erzeugt. Deswegen auch immer in so einem Wechsel, damit das immer genug Zeit hat, sich aufzuladen. Phänomenal. Klasse gemacht. Boah. Geil. Ja, irgendwie muss ja das Raumschiff ja betrieben werden und da muss natürlich sowas Mächtiges dran sein. Hier regnet es auch so leicht. Wahrscheinlich erzeugen die hier so eine Art Gewitter drin. Wäre eigentlich gar nicht so dumm, oder? Wenn man so Gewitter erzeugt in so einem riesigen Raum. Und das dann, ja, bam, entladen lässt. Das wäre doch eine Idee. Könnte man vielleicht weiterverfolgen. Aber dafür bin ich zu wenig wissenschaftlich, wie nennt man das jetzt? Keine Ahnung, irgendwas wissenschaftlich. Oh nein, bitte nicht. Da liegt der Flammenwerfer. Ja. Ricardo, sie sind alle hier. Wer? Alle, die verschwunden sind. Alle. Die sind alle in einer Art Nest gefangen. Das sind Eier. Das ist eine Farm. Shit. Sie müssen verschwinden. Sofort. Ich muss den Strom für die Plattform an den Leitern hier unten wiederherstellen. Soll ich euch was sagen? Es sind viele geschlüpfte Eier. Unglaublich, oder? Das Mistviech, was die wohl mitgenommen haben, hat hier wohl Eier gelegt. Oder so. Da war ein Mini-Ding von dem Vieh. Sind es die Klöten? Das erklärt, warum der Computer denkt, hier wäre noch ein Alien. Aber wenn es nur die Kleinen sind, habe ich kein Problem damit. Und jetzt?
Das macht mir gerade voll Angst. Hat das bald. Muss ich irgendwas tun? Oh, ich muss weggehen. Nein. Funkstille, Ricardo. Das ist überhaupt nicht gut. Es ist wieder da. Okay, wo war... Wo müssen wir hin? Ich weiß es nicht. Wir haben Flammenwerfer. Wir haben gespeichert. Uns kann nichts passieren. Leck mich fett. Oh, mein Herz. Aber die kurze Pause kann ich gebrauchen. Ich gehe mir jetzt schnell was zu trinken holen. So, dann wollen wir mal weitermachen. Okay, laden wir mal den Speicherpunkt. Ich weiß jetzt nicht genau. Wo wir zuletzt waren. Aha. Okay. War hier der Aufzug, oder? Nee. Ich möchte jetzt wissen, wo war denn jetzt der Aufzug? Ah, hier. Was ist denn das? Unsere Waffe. Hier ist der Aufzug. Merken wir uns, hier ist der Aufzug. Da müssen wir jetzt hin und da müssen wir zurück. Das kriegen wir ja wohl hin. Das kriegen wir noch hin.
Wir werden gerade ange... Also auch die kleinen Aliens sind ätzend. Das finde ich ein bisschen bescheuert, dass man das, wenn man da so gerade am Agieren ist, dass man das nicht abbrechen kann. Ich wollte gerade unterbrechen, aber der hat mich nicht gelassen. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden jetzt noch ein paar Mal sterben. Aber das macht mich ein bisschen locker, weil dann ist es nicht mehr so schlimm. Nee, wir haben es nicht. Ekelhaft, ist ja wie mit echten Eiern. Okay. Versuchen wir es einmal noch. Wenn es dann nichts wird, dann machen wir das nächste Woche. Weil dann brauche ich echt eine Pause. Dass immer auch alles so einen Krach machen muss, ne? Kein Wunder, warum das Elend da ankommt, ne? Und guckt, was hier los ist. Wäre das alles leisten? Ein Piano? Dann wäre das super. Was da los ist? Schaut mal hier, ey. Das Ding brauchen wir gar nicht benutzen. Ist sowieso volle Hütte. Aber hat der Flammenwerfer was bewirkt bei dem letzten? Das Vieh ist ja gleich abgehauen, ne? So. Also hier hin müssen wir. Funkstille, Ricardo. Das ist überhaupt nicht gut. Schön. Wir haben gesagt, wir probieren es einfach. Wiederherstellen.
Was? Haben wir irgendwas? Scheiße, das bringt. Kommen wir? Da kommen wir gar nicht lang. Da lang. Müssen wir einfach hin? Da ist ein Schacht. Sind immer überall so Menschen drin, hier in den Waben versteckt. Wahrscheinlich so als. So als Ernährung. Mami! Scheiße, wir hätten vielleicht. Das Vieh ist doch jetzt bestimmt da draußen, da irgendwo. Jetzt gehen wir raus und das Vieh hängt uns wahrscheinlich im Gesicht. Ausprobieren. Du bist ein bisschen Viech. Okay. Ah, da ist es wieder. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Ich meine, was hätte ich machen sollen? Ich musste das Vieh töten. Ich weiß halt auch nicht, wo wieder da hinten ist, so hell. Ist da nicht so ein Sammelfaden?
Mein Gott, das waren jetzt zwei. Wir machen hier jetzt Stopp. Boah, das bringt jetzt echt nichts mehr. Aber ich glaube, ich muss nachher noch ein bisschen weitermachen, wenn er uns jetzt nicht hier gerade sieht. Weil, oder ich komme zum Speicherpunkt nachher. Das kommt drauf an. Weil der ist hier vorne draußen. An einer echt bescheidenen Stelle. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt Schluss. Ich versuche dann nachher zu speichern. Wenn nicht, laufe ich dann hierher, wenn ich die nächste Aufnahme mache. Weil das ist jetzt... Boah. Wir überziehen gerade schon ein bisschen und ich brauche jetzt einfach eine kleine Pause. Bis dann. Peace, you. Ciao, ciao.